Sie ist 14 Jahre alt, könnte aber locker als 18 durchgehen. Cheyenne Ochsenknecht, die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht, wirkt viel älter als sie ist. Wenn sie auf dem roten Teppich auftaucht, blicken sich viele nach ihr um. Das weiß auch ihre Mutter, die streng darauf achtet, wie Cheyenne vor die Tür geht. Sie hat sehr extreme Augen, also sie braucht auch nur irgendwie so leichte Wimperntusche. Sie sieht immer sehr schnell geschminkt aus, weil sie auch einen sehr vollen Mund hat. Also ich gucke, dass es nicht zu ordinär ist. Klar, manchmal schätzt man die Eltern ein, aber sie ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Ein ganz normales Mädchen, das mit solchen Bildern auf Instagram immer wieder für Diskussionen sorgt. Zu freizügig, zu aufreizend, darf man das mit 14? Nur bedingt, meint Natascha Ochsenknecht. Es gibt Fotos, die sie auch einstellt, die ich nicht in Ordnung finde. Also früher bei mir war das so, ja, man hat halt seine Bikini-Fotos mal gezeigt und Ende. Und mittlerweile wird das man retuschiert und kann man auch nackt aussehen. Also das ist schwierig. Da gibt es auch oft Diskussionen. Aber das muss sie halt lernen, damit dann umzugehen. Und es gibt halt schon Verbote, dann wieder das ein oder andere Foto rauszunehmen. Das auf jeden Fall. Fest steht, Cheyenne ist ein Hingucker. Auch für die Männerwelt. Klar, dass man sich als Mutter da Sorgen macht. Doch die 14-Jährige hat wohl die besten Bodyguards der Welt. Cheyenne hat auch zwei Brüder, die da sehr drauf gucken. Und der strengste ist der Jimmy. Der ist also richtig streng. Da gibt es richtige Ansagen. Und da ist er auch schon, Jimmy Blue Ochsenknecht. Der 23-Jährige hat ein ganz besonderes Auge auf seine kleine Schwester. Ich passe immer auf, er ist meine kleine Schwester und muss ich natürlich immer drauf achten. Gestern war zum Beispiel ein Typ, der hat sie irgendwie angemacht oder sowas, den habe ich dann gleich rausschmeißen lassen. Also Finger weg von Cheyenne, denn mit ihren Brüdern sollte man sich besser nicht anlegen.